heute ein Aufgebraucht-Video für euch. Es hat sich einiges angesammelt in meiner Kiste. Die Sachen, die zeige ich euch. Ich sage euch dazu, ob ich sie mir nachkaufen würde, beziehungsweise wie meine Empfindung über dieses Produkt war. Und ich würde sagen, ich zeige euch das erste Produkt. Und zwar ist es ein Haarspray von L'Oréal. Elnett heißt es. Ich kann euch ganz genau sagen, wann ich das gekauft habe. Und zwar war es in einem meiner ersten Drogerie-Hauls vor circa 15 Monaten. So lange habe ich gebraucht, um ein Haarspray aufzubrauchen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ihr wisst, dass ich Haarspray eigentlich so gut wie gar nicht mag. Also wirklich nur in den seltensten Fällen. Also wenn ich irgendwie eine Veranstaltung habe, einen Termin und so weiter. Wenn ich zum Beispiel meine Haare frisch gewaschen habe und dann so ein paar Härchen abstehen, dann verwende ich es, aber auch nicht immer. Also ich mag einfach kein Haarspray. Aber ich habe es natürlich zu Hause. Ich würde mir das Produkt nachkaufen. Ich habe allerdings dieses hier in einer Box gehabt. Ich glaube, ich brauche 5 Jahre dafür, das aufzubrauchen, weil ich finde, das verklebt total. Also da war das wirklich viel, viel besser. Ich denke, ich werde es mir holen. Aber es ist immer irgendwie schade. Wisst ihr, wenn man ein Produkt eigentlich zu Hause hat und das dann nicht aufbraucht bzw. verwendet, aber es klebt total. Also da ist das wirklich viel, viel besser. So, als nächstes habe ich was ganz, ganz Tolles und ich bin traurig, dass es leer gegangen ist, aber ich habe es mir schon nachgekauft und zwar, ja, mein Rituals Orange Rice Milk and Cherry and Blossom. Ich habe es euch schon gezeigt und zwar ist es mein Shower Gel. Es kommt tatsächlich als Gel raus, man schäumt es dann in der Hand auf, es wird dann richtig schön groß, so eine Mousse sozusagen, es duftet unheimlich gut. Ich habe es meiner Freundin, ja, in den Adventskalender, sie hat sich sehr gefreut. Hoffe ich. Also gesagt hat sie es. Also ich finde es ganz toll. Heute Morgen habe ich mich mit dem Peeling geduscht aus dieser Serie. Ich mag das total und ihr wisst ja, dass ich das immer im Outlet kaufe. Also da ist es günstiger. Ich meine, ich zahle 5 Euro. Normalerweise regulär kostet es 8, was natürlich eine Stange Geld ist für ein Duschgel. Aber ich liebe es und es duftet einfach unheimlich gut. So, als nächstes habe ich leer gemacht. Ja, da müssen wir gar nicht lang drum reden. Hier meine Neutrogena Abschminktücher. Ich habe sie euch in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Es sind 6 Packungen, die ich leer gemacht habe. Also es hat sich tatsächlich jetzt einige Zeit was angesammelt. Und ich dachte, ich hebe es jetzt einfach mal auf. Aber ich liebe die einfach. Ich verwende die immer wieder. Ich kaufe die auch immer wieder nach. Und die sind einfach für mich total klasse. Ich habe es euch schon ganz oft gesagt und deswegen halten wir uns jetzt gar nicht mal länger über dieses Produkt auf sozusagen. Als nächstes habe ich dieses hier leer gemacht. Das hatte ich auch in der Box. Das war so Zahnpasta. Das waren 2 verschiedene, irgendwie um die Zähne aufzuhellen. Allerdings waren es so ganz kleine Tübchen. Die habe ich weggeworfen. Ich hatte diese Verpackung, also die Packung an sich, mit im Urlaub und dachte, naja, jetzt verwendest du es mal. Aber ich habe jetzt keinen großen Unterschied gesehen. Ich würde es mir jetzt auch nicht nachkaufen. Es hat total so ganz komisch geschmeckt. Also ja, so kräutermäßig. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Es war eigentlich auch recht teuer. In der Beschreibung hätte das ja recht viel gekostet. Da habe ich mir auch erst gedacht, oh, tolles Produkt. Aber teuer heißt ja nicht gleich super Produkt. Also würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht diese Teile hier, diese abschwellende Augenkonturenpads. Ich verwende sowas eigentlich total gerne. Das ist bei mir auch notwendig, weil ich hier unten unter dem Auge ja sehr trockene Haut habe und die eigentlich immer mit Feuchtigkeit versorgen möchte. Das Produkt an sich war gut, aber ich habe halt schon bessere gehabt und zwar von Anatomicals. Die liebe ich total, die müsste ich mir jetzt unbedingt wieder nachkaufen. Ich weiß leider noch nicht, wo ich sie kriege. Deshalb habe ich mir eben die hier bei Rossmann mitgenommen. Kennt ihr das, wenn ihr dann ein Produkt habt, das eigentlich besser war und ihr wisst und das dann trotzdem irgendwie verwendet? Also ich musste sie ja leer machen. Aber wie gesagt, ich fand die von Anatomicals einfach besser. So, als nächstes habe ich natürlich Unmengen mit meiner Familie an Zahnpasta leer gemacht. Ist ja klar. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Es ist wirklich der Wahnsinn. Aber ihr könnt euch ja schon denken, ich meine, das sind 6 Personen, ne? Und wir putzen uns ja wirklich oft die Zähne, klar, logisch, 3-mal am Tag mindestens. Und deswegen geht ganz viel Zahnpasta leer. Hier war ich sogar schon so verzweifelt, hatte keine mehr und habe die oben aufgeschnitten. Aber ich kaufe halt immer diese hier, Blender Med. Und ich finde die total gut, die schmeckt gut, verleiht mir einfach ein Gefühl von Sauberkeit. Und dieses hier zum Beispiel, das hat man in Kroatien gekauft, weil unsere Zahnpasta leer gegangen ist, unglaublich im Urlaub. Die hier fand ich ganz schlimm, die würde ich mir auch nicht mehr nachkaufen, von Dontodent, also nein, die waren überhaupt nichts. Und was ich mir auch nicht mehr nachkaufen werde,
ist dieses Produkt hier. Das habe ich euch auch schon in die Kamera gehalten, und zwar ist es Perlweiß, Schönheitsweiß, Schönheitszahnweiß. Ich habe eine Zahnbehandlung gehabt jetzt vor ein paar Wochen, also eine Grundreinigung quasi. Das mache ich regelmäßig und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das macht. Und dann hat mich meine Zahnärztin gefragt, was ich denn für Zahnpasta verwende. Und dann habe ich ihr das gesagt, dass ich das halt so bestimmt dreimal die Woche verwende. Und dann sagt sie, um Gottes Willen, bitte Heidi, braucht es aus und verwende es dann nicht mehr, weil es ist überhaupt nicht gut für die Zähne. Es ist quasi was drin, dass die Zähne so, ja, wie so abschmirgelt. Und da bin ich schon echt total erschrocken, sozusagen. Es ist halt so, dass man natürlich jetzt erstmal nichts sieht, aber das dann auf Dauer eben dem Zahn bzw. dem Zahnfleisch dann schaden kann. Und deshalb kaufe ich es nicht mehr nach. Ich habe es jetzt aufgebraucht und ich war eigentlich total überzeugt von diesem Produkt hier, ja. Aber wenn sie das so sagt, dann glaube ich ihr das. Und ich möchte ja weiterhin schöne, gesunde Zähne haben. So, und wo wir schon bei Zähnen sind, zeige ich euch auch, welche ich immer für meine Kinder kaufe. Und zwar ist es diese hier von Signal. Hier auch schon wieder Verzweiflung, oben aufgeschnitten, ne? Und also die kaufe ich auch immer wieder nach. Dann natürlich Unmengen an Zahnbürsten. Das habe ich euch schon mal erzählt. Ich habe da ja so einen kleinen Tick. Ja, ich kaufe ständig Zahnbürsten nach. Was soll ich machen? Also ich mag das halt, ne? Eine frische Zahnbürste zu haben. Und mir ist es auch egal, ob das dann schon nach 3 Wochen ist oder nach 2,5. Also ja, ich werfe die dann einfach weg. Beziehungsweise ich verwende die sogar zum Putzen. Die alten Zahnbürsten, wenn ich irgendwo im Waschbecken nicht rankomme oder so, im Abfluss, sau eklig, ich weiß, Themawechsel. So, dann habe ich aufgebraucht mein Schnelltrockner-Spray von Rivaldi Loop. Und zwar habe ich euch das auch in meinem Drogerie-Haul gezeigt. Ich war bei Rossmann und habe mir das nachgekauft. Allerdings habe ich mir das neue Produkt noch nicht drauf gemacht. Ich kann euch darüber noch nichts sagen. Ich meine, die hätten nur die Verpackung geändert, beziehungsweise das Design. Das ist ja jetzt so schwarz. Aber ich bin mit diesem hier halt unheimlich gut zurechtgekommen. Das hat einen Rosenduft, ich liebe es. Und es ist wirklich total schade, dass es nicht mehr da ist. So, aber ich verwende es halt immer wieder. Heute habe ich ja keinen Nagellack drauf, ihr seht es. Und deshalb bin ich gespannt, wie das neue ist. Ein ganz, ganz schlimmes Produkt habe ich hier. Und zwar hatte ich das in der Pinkbox, meine ich. Ein Body Peeling, ganz schlimm. Also es war so ekelhaft. Also zum einen hat sich das Salz immer hier unten abgesetzt. Ganz schlimm. Dann musste man ewig kräftig schütteln und irgendwie kam nichts und dann hast du nur das Öl gehabt und irgendwie total blöd und dann ist das auch noch so pappig. Das ist so, das kommt mir so vor wie dieses ganz billige Sonnenblumenöl. Also ich fand das ganz schlimm, aber ich habe es halt leer gemacht und würde ich mir auf jeden Fall gar nicht nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht, meinen Deo-Roller. Und ihr wisst ja, dass ich eigentlich nie Deo-Roller verwende. Das habe ich euch auch schon erzählt. Aber irgendwie hat mich das Produkt angelacht und ich habe ihn mir schon nachgekauft, weil ich finde ihn wirklich toll. Also von CD, dieser Granatapfel-Duft sozusagen, ganz, ganz toll, ohne Aluminiumsalze. Einfach ein tolles Produkt und ich komme super damit klar. Allerdings wisst ihr ja, dass ich auch Puder verwende. Das habe ich auch leer gemacht von Penaten, das ist ja eigentlich für Kinder. Und ihr habt mich auch schon ganz oft gefragt nach dem Video, wie Heidi, wie verwendest du das, wie benutzt du das? Wieso machst du das? Also für euch ist das ja nicht so gang und gäbe, ne? Also bei uns in Italien ist es ganz normal, dass man sich Puder eben unter die Arme macht, zum Beispiel auch hier aufs Dekolleté und dann gut riecht, ne? Und das ist ja was Trockenes sozusagen und ich liebe es. Und ihr habt mich auch gefragt, wie ich es drauf mache. Ja, wie soll ich es drauf machen? Arm hoch, Puder drauf und gut ist. Also, weil mich welche gefragt haben, könntest du ein Video drüber machen? Nein, kann ich nicht, weil das ist wirklich kein Hexenspiel, also einfach nur so drauf. Natürlich mache ich es über der Badewanne, damit mir mein Boden nicht weiß, alles weiß ist. Oder ich habe ein Handtuch eben unten drunter. Aber ich liebe es und habe mir das auch schon nachgekauft. So, als nächstes habe ich leer gemacht von die Make-up, diese Abschmink-Pads. Das sind ja diese ganz großen, die liebe ich, ne? Aber ich hatte mir zwischendurch auch bei DM welche mitgenommen, und zwar diese hier von Evelyn, die werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Also ich finde dieses Produkt hier einfach besser, da bin ich angekommen, ich liebe sie und werde mir die auch immer wieder nachkaufen und diese dann hier halt nicht mehr nachkaufen, sozusagen. So, dann habe ich Wattestäbchen leer gemacht. Ich weiß, man soll es nicht machen und große Diskussion, ich mache es trotzdem. Also ich muss immer meine Ohren damit putzen, dann braucht man die natürlich. Auch wenn man sich mal irgendwo was hingekleckst hat oder so halt, ne?
für einen Schminktisch. Also ja, werde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Ist mir egal, was die anderen sagen. So, als nächstes leer gemacht habe ich eins meiner Lieblingsprodukte. Und zwar von Helena Rubinstein. Das hatte ich in einem Set. Und zwar ist es, um die Mascara quasi abzubekommen. Es ist ein Zwei-Phasen-Produkt. Ich liebe es. Ich bin super damit klargekommen. Leider ist es sehr, sehr teuer. Ich würde es mir gerne nachkaufen, auch wieder in einem Set. Aber ihr wisst ja, dass ich Mascara-Kaufverbot habe. Und deshalb wird es erstmal nichts. Aber ich werde es in guter Erinnerung behalten. Und sobald wieder die Gelegenheit da ist, werde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht dieses Produkt hier. Und zwar ist es von Kneipp. Das hatte ich auch in einer Box. Wachgeküsst heißt es. Es hat sehr, sehr gut geduftet. Nach Orangenblüte tatsächlich. Allerdings war das jetzt ein Schaum, also das kam schon als Mousse, als Schaum raus. Es war jetzt was anderes als dieses hier von Rituals. Mir gefällt einfach dieses hier besser. Ich habe das aufgebraucht, weil es wirklich ein gutes Produkt ist, aber ich würde mir auf jeden Fall immer wieder dieses hier nachkaufen und nicht dieses. So, dann habe ich leer gemacht. Ein Duschgel. Und zwar dieses hier. Das hat mir die liebe Steffi geschenkt. Das hat sie mir geschickt zu meinem Weihnachtsgeschenk dazu. Also es war ein großes Paket. Und da hat sie dieses hier rein. Ich habe es aufgebraucht, ich fand es gut, ich fand den Duft auch gut, ich bin gut damit zurechtgekommen. Steffi meinte ja, dass da dieses Menthol drin ist, was sie so ein bisschen gestört hat. Habe ich jetzt nichts von gemerkt, ich werde es mir nicht nachkaufen, weil ich ganz, ganz viele andere habe. Auch von Far eben dieses mit Kokos zum Beispiel, das liebe ich total. Aber ich fand es wirklich ein gutes Produkt. So, wo wir schon mal unter der Dusche sind, machen wir da gleich mal weiter. Und zwar mit diesem hier von Anatomicals. Ich mag die Marke sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt schon 3 Produkte von dieser Marke. Ich bin gut damit zurechtgekommen. Der Duft hat mir sehr, sehr gut gefallen. Allerdings ist es eher was für die Jahreszeit, in der eben die Sonne scheint. Also jetzt so für den Winter war es einfach nichts. Ich wollte es aufbrauchen, ich wollte es dann weg haben. Weil wenn mal was angebrochen ist, ne, was willst du dann da ewig noch warten? Ein gutes Produkt, hat mir gut gefallen und ich werde es auch in guter Erinnerung behalten und mal schauen, wenn die Sonne wieder rauskommt, einfach wieder nachkaufen. Was ich auf jeden Fall schon nachgekauft habe, ist dieses Produkt hier von Balea, Douche Body Milk Vanille. Oh mein Gott, dieses Produkt, das ist der absolute Wahnsinn. Und zwar hatte ich das in der Goodie Bag, als wir beim DM Camp waren, Steffi und ich in Düsseldorf. Da haben wir das geschenkt bekommen, quasi der Wahnsinn. Also dieser Duft, falls ihr mal bei DM seid, schnuppert mal da dran, es ist wirklich so, so angenehm und das erinnert mich halt total an dieses von Nivea. Also da gibt es ja auch diese Art von, einfach Duschmilch, die man sich drauf macht und danach die Haut eben ganz zart ist und man quasi sich das Eincremen spart sozusagen, ne? Also 2-in-1 Produkt würde ich es jetzt sagen, aber wie gesagt, ich liebe es total, ich kaufe es mir auch nach, ich meine, es hat 2,45 bei DM gekostet. Ganz, ganz tolles Produkt, so in love. Sowas von in Love. So, wir sind weiter noch unter der Dusche. Da habe ich dieses hier leer gemacht und Duschcreme, Limette und Aloe Vera war ein tolles Produkt. Hatte ich, glaube ich, auch in der Goodie Bag. Bin ich sehr zufrieden damit gewesen, aber ich bevorzuge halt einfach andere und würde jetzt nicht losrennen und würde mir das kaufen. Dann hatte ich dieses Produkt hier in der Glossy Box. Da war noch so ein kleines Handtüchchen dabei. Das ist einfach ja so als, man hat sich das drauf gemacht und hat das mit diesem kleinen Handtuch abgenommen. Es war einfach ein Cleanser und ich fand es halt sehr, sehr kräuterhaltig. Also es hat halt danach geduftet und ihr wisst ja, dass ich so, was Düfte betrifft, sehr empfindlich eigentlich bin. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Das war in der Produktkarte sehr, sehr teuer angepriesen, also das Originalprodukt. Da bin ich jetzt echt froh, dass es mir nicht gefallen hat, weil dann hat man auch nicht so dieses Gefühl, oh, das will ich haben, aber dann ist es halt, sau teuer. Ja, dann habe ich noch für die Nägel was leer gemacht und zwar dieses Produkt hier. Das hatte ich euch auch in meiner Nagelroutine gezeigt. Das habe ich mir schon nachgekauft. Ich liebe dieses Produkt. Das ist eine Intensivkur, Aloe Vera und Orchideenduft. Und ich habe euch auch ganz, ganz genau beschrieben, wie ich es auftrage. Es ist halt eine Nagelhautcreme. Und zwar war das Produkt vorne auch so abgeschreckt, ich habe es jetzt schon weggeworfen, aber ihr könnt euch das Nagelroutine-Video gerne mal anschauen, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und zwar habe ich mir das, beziehungsweise trage ich mir das immer hier so am Rand auf, lasse es einwirken, beziehungsweise zum Beispiel über die Nacht lasse ich es dann einwirken oder tagsüber, je nachdem, abends, wenn ich halt Zeit habe und auf dem Sofa sitze und dann verstreiche ich das so leicht. Und die Haut ist wirklich danach total zart und sehr, sehr gepflegt, also es ist wirklich ein Top-Produkt, also ich liebe das sehr. So, jetzt kommen wir mal zu meinen Haaren. Ah, mein Lieblingsthema. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Wir haben gar nicht mehr so viel. So,
Und zwar, ja, mein absolutes Lieblingsthema, meine Haare. Ich habe hier leer gemacht von SP Vella Lux Oil. Ich liebe dieses Produkt und ihr wisst, ihr habt vielleicht meine Weihnachtsgeschenke-Ideen geschaut, das Video. Und da hatte ich ja so ein Set gekauft. Da war das dabei, dieses hier war dabei und das Shampoo von dieser Serie. Und ich liebe einfach diese Serie. Ja, wer mein Haarroutine-Video geschaut hat, der weiß, dass ich ja, so wenig Produkte wie möglich verwende. Und dieses hier darf aber nicht fehlen. Und jetzt lacht bitte nicht, ich zeige euch was. Ja, mein Mann ja, ist nämlich ein kleines Malheur passiert. Es ist ihm ja aus dem Schrank gefluppt auf den Boden. Und dann war das Glas kaputt und ich habe das mit Tape zugeklebt. Es war nämlich nur noch ein bisschen drin und ich bin da sehr, sehr pingelig. Ich wollte es einfach nicht wegtun und habe das dann immer aufgeschraubt und habe es mir dann so auf die Haare gemacht. Ist ja jetzt nicht schlimm, ne? Findet ihr das jetzt schlimm, dass ich das so gemacht habe? Naja, ich hätte es auch umfüllen können, aber es war wirklich nur noch ganz bisschen drinne. Und ja, das kommt jetzt weg und wie gesagt, ich habe es ja schon, weil es eben in diesem Set noch war und habe es schon ausgepackt. Es duftet unheimlich gut. Ich liebe es. Ich kann es euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Schaut es euch an, dieses Produkt. Ich meine, es kostet 15 Euro, aber es ist wirklich sein Geld wert. Und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Produkt und zwar dieses hier. Ich mache Freudentänze jetzt gleich, dass ich dieses Produkt leer gemacht habe. Schrecklich, dieses Produkt. Ich hasse dieses Produkt und das sage ich echt nicht oft, ne? Ganz schrecklich, dieses Produkt von Balea All Repair. Ganz schlimm. Also vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, Alessandro hatte ja so ganz viele Locken. Und weil ich dieses Produkt so schlimm für mich fand, habe ich es ihm dann immer so in die Spitzen gemacht. Er hat ja sehr, sehr dünne Haare gehabt, also sehr feine Haare und da hat es auch echt gepasst. Aber dadurch, dass meine Haare eh schon so dick und so schwer sind, das hat es einfach noch viel, viel mehr, ja, also es hat es einfach beschwert, meine Haare. Und ich fand das ganz schrecklich, aber ich wollte es halt leer machen. Ich habe es ganz selten verwendet, deswegen habe ich wahrscheinlich auch so lange gebraucht, um es ja, leer zu bekommen. Aber ich fand das, boah, danke, dass es leer ist, ey, boah. Ganz schlimmes Produkt. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu dem hier. Und zwar ist es eine Maske. Keratin Restore Mask. Ja, von SP eben Lux Oil Vella. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Oh, dieser Duft. Also ihr seht schon, es ist leer. Oh mein Gott. Ja, ich habe ja jetzt... Ich habe ja jetzt noch eine Verpackung und ich werde es genießen, es aufzubrauchen. Ich liebe es. Leider ist es ein bisschen teurer, gerade wenn man es beim Friseur kauft, aber ich setze euch den Link auch nochmal sehr, sehr gerne in die Infobox. Ich bestelle es bei Amazon, da ist es halt günstiger. Und ja, wenn man eben wenig Produkte verwendet, dann kann man sich auch mal was Hochwertiges kaufen. Ich habe es euch gesagt, leider komme ich mit Drogerieprodukten, was meine Haare betrifft, überhaupt nicht zurecht. Und ja, meine Haare sind mir halt total wichtig. Und warum soll ich dann ein günstiges Produkt kaufen, das einfach schlecht für meine Haare ist? Dann gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus. Und ich habe es ja auch schon ausgerechnet, falls ihr euch erinnert, so viel Unterschied ist es gar nicht. Ja, und dann kommen wir jetzt auch noch zu dieser Kur, die habe ich auch leer gemacht. Die finde ich auch ganz, ganz toll. Die habe ich mir jetzt auch schon nachbestellt. Wie gesagt, es war ja eher Zufall, dass ich dieses Set mitgenommen habe. Deswegen habe ich diese hier und meine ja, Friseurin hatte mir das ja geschenkt nach Fasching, weil sie ja so viel mit meinen Haaren gemacht hat. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich ja immer dieses hier verwendet von Vella Enbridge heißt es. Toll, ich liebe es. Ja, ich habe es euch schon so oft gezeigt. Ich meine schon bestimmt dreimal. Ich komme da nicht drum rum und es ist einfach meine Routine. Da wird sich auch jetzt erstmal so schnell nichts ändern, weil ich einfach zufrieden bin und einfach denke, dass ich angekommen bin. Genau. So, jetzt habe ich nur noch ein paar Produkte und zwar dieses hier von L'Oreal. Genau, ihr kennt es. Hydraktiv 3 Micelltechnologie Reinigungsfluid. Das Wort, das ist so cool. Ja, ich habe es euch schon in meinem Drogerie-Haul gezeigt. Die Chidem hat mir das ja schon geschenkt. Ich kaufe mir das immer wieder nach. Ich bin einfach total zufrieden damit und ja, es ist einfach ein tolles Produkt und ja, ich liebe es. Dann habe ich von Balea eine Waschcreme leer gemacht. Da war so kleine Peelingkörner enthalten. Dafür habe ich aber auch echt lange gebraucht, das leer zu machen. Ich habe jetzt eins von Reval de Loop. Das hatte ich in der Box. Ich bevorzuge dieses hier, muss ich sagen. Also ich finde das wirklich toll. Der Duft ist gut, die Haut danach ist ganz, ganz zart. Allerdings verwende ich es nicht jeden Tag, weil ich ja immer irgendwie Angst habe, dass das so meine Haut austrocknet. Aber es war wirklich ein tolles Produkt und ich würde es mir nachkaufen, wenn ich jetzt nicht das von Reval de Loop hätte. So, dann ja, werde ich dieses hier wegwerfen. Das wollte ich euch halt mal zeigen. Das ist halt jetzt stumpf und ja, für die Kinder, ne, für die Füße und so weiter. Irgendwann werden die stumpf und dann muss man sich halt ein neues kaufen. Und stellvertretend habe ich euch auch mal ja, so einen kleinen Rasierer hier mitgenommen, einen Einwegrasierer.
Die kaufe ich immer wieder nach. Die sind halt toll für den Urlaub, einfach zum Mitnehmen. Und dann verwende ich die ein paar Mal und dann werfe ich sie halt weg, weil ich dann Angst habe, dass sich dann meine Haut irgendwie entzündet, Bakterien sich sammeln und außerdem werden ja die Klingen auch stumpf. Dann habe ich leer gemacht. Heieiei, das ist echt viel, ne? Wie viel Hammern? Ich muss mich kurz fassen jetzt. Dieses hier, It's Potent, von Benefit, das hatte ich auch in der Box, und zwar in der Glossy Box. Ich liebe dieses Produkt. Ich habe mir echt schon überlegt, das nachzukaufen. Und zwar ist es eine Augencreme. Also man macht sich die hier so rund ums Auge, also unten, und klopft es so leicht ein. Ganz, ganz tolles Produkt. Und die Verpackung total süß. Ich war so glücklich, dass ich das in der Glossy Box hatte. Aber es ist halt relativ teuer, das Originalprodukt. Und da habe ich echt lang überlegt. Aber es steht auf meiner Liste. Ich finde es ganz, ganz mega toll. Dann habe ich noch einen Lipgloss leer gemacht. Und zwar von Esprit. Dieser hier, so New Tone, ja mein Gott, ne, den kaufe ich mir jetzt nicht nach. Ich habe ja meine Lipglosse, aber ich wollte es euch zeigen, dass ich ihn leer gemacht habe. Und dann habe ich noch ganz viele Kosmetiktücher leer gemacht, und zwar diese hier. Die kaufe ich ja immer bei Aldi, das habe ich euch schon gesagt. Also nichts Spektakuläres, mir ist auch das Design total wurscht, weil es ja bei mir im Schrank drinnen, also versteckt ist sozusagen. Das sieht kein Mensch und deswegen ist mir das auch wurscht, wie diese Kosmetiktücher aussehen, aber man braucht halt Kosmetiktücher. So, das war soweit vor meinem Aufgebraucht-Video. Oh mein Gott, hat sich viel gesammelt. Das wandert jetzt alles in die Tonne. Ich bin so froh. Und falls ihr euch denkt, irgendwie, warum ist die Heidi so aufgetakelt, ist die in den Schminktisch reingeflogen oder in den Farbtopf? Ich bin jetzt gleich auf Geburtstag eingeladen und deswegen habe ich mich schon mal zurecht gemacht. Aber ich wollte euch ganz schnell dieses Video abdrehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne euer Feedback da lassen. Und dann würde ich sagen, lasst euch gut gehen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!